Hi, ich bin Deborah Blum, moin moin. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich einen Spargelsalat mache. Und zwar, ich mache das mit, was ich schon zu Hause habe. Ich habe meinen grünen Spargel, Rucola, dann habe ich Avocado, Erdbeeren, Cherrytomaten, etwas Petersilie, Blutorange. Und ich brauche dazu nur für mein Dressing ein bisschen Senf, Öl, ich werde Olivenöl benutzen, Salz, Pfeffer und vielleicht mache ich noch ein paar Kräuter dazu. Als erstes hier mein Spargel, der ist ja schon geschält und ich werde jetzt im Ofen stellen mit etwas Öl und Salz. So, und jetzt fange ich an mit meiner Rucola. Die werde ich, ist er schon gewaschen, die werde ich ja einfach einmal in die Mitte brechen. Und dann gebe ich dazu mein Avocado. Habe ich ja schon geschnitten hier, das Stück, das ich brauche. Und ich komme mit dem Löffel, so, nehme ich raus aus der Schale. Und dann mache ich erstmal ein paar Streifen und dadurch, dass ein Salat immer mundgerecht sein soll und ich finde für mich das hier wäre ein bisschen zu viel, dann schneide ich einmal in die Mitte und das ist ein gutes Stück, die man kann einfach so in den Mund rein, gebe ich hier dazu zu meiner Rucola. Meine Erdbeeren nehme ich das Grün weg und dann kann ich ja schneiden, so wie ich am besten finde. Einmal zur Mitte und dann diagonale Streifen. Ja. Da sieht er denn so aus. Sehr schön. Oder ich kann ja auch noch einmal in der Mitte und dann kleine Stücke. Die werden ja dann so. Das ist, jeder macht, wie er es mag. Ne? Natürlich, wenn man in einem Restaurant arbeitet, ist das ein bisschen anders. Ne? Wir machen das Ganze ein bisschen anders, aber so ist es denn. Zu Hause halt. Und für eine kleine Deko auf dem Teller, vielleicht könnte man hier ein Erdbeer in Fächer schneiden. Man schneidet erstmal in die Mitte und dann kommen mit dem Messer bis hier, nicht bis zum Ende. Okay? So. Langsam machen und wer kein großes Messer mag, kann er auch mit einem kleinen Messer machen. Und dann nachher hat man so einen Fächer, sieht so aus, super schick. Jetzt kommen wir auf unsere Dressing. Also ich werde erstmal etwa von meiner Orangenschale nehmen, einmal reiben. Da gibt es einen tollen Geschmack für das Dressing. Allein die Aroma. Oh, schade, dass ihr könnt es nicht, nicht so ausrichten, dass ihr so lecker. Jetzt mache ich ein paar Orangenfilets. Wie mache ich das? Erstmal hier nehme ich dieses Stück ab und dann habe ich eine Haltung für meine Orangen. Dann komme ich hier von oben und nehme ich die Schale ab. Wir nehmen auch das Weiße auch ab. So, dann als Erster brauche ich jetzt einen Becher, wo ich nachher mein Dressing drin mache und um die Filets zu schneiden, ihr seht ja hier,
sind ja feine Linien. Das ist ein Filet. Den werde ich ja, ich halte so meine Orange. Oder Blutorange. Egal, beim Zitrone kann man das auch machen. Und dann komme ich an die Linie mit meinem Messer. Und an der anderen Seite an der Linie. Und habe ich das Filethaus. Das Filet kommt hier an meinen Salat. Und wieso habe ich den Becher hier? Alles, was tropft, werde ich für mein Dressing benutzen. Jetzt, dass ich alle Filets rausgenommen habe, presse ich hier von dem Saft und von hier, wenn ich solche Stücke habe, kann ich ja auch hier drin pressen. Und jetzt gucke ich mal hier, ich habe so um die 50 Milliliter und ich brauche jetzt das Doppelte an Öl. Das heißt 150 bis 150 Milliliter mache ich ja hier voll. So ein bisschen weniger als 50 Milliliter, dann gucke ich ja auch mal so, dass mehr oder weniger habe ich das Doppelte an Öl, als was ich von Flüssigkeit habe. Also von Flüssigkeit von der Orange. Jetzt gebe ich ja Salz dazu. Dann etwas Senf. Also ein Teelöffel. Dann meine Orangenzeste. Die kommen alle hier rein. Dann habe ich ja noch hier eine gewürzte Chili mit Schokolade. Da drin ist ja auch Koriander, Paprika, Oregano. Ja, das passt. Also Chili, Schokolade, Erdbeeren, Spargel. Das ist eine gute Kombination. Und ich habe auch hier etwas Honig. Da kommt von Geschmack drauf. Ich mag nicht so süße Dressing. Ich gebe so ein bisschen Honig erstmal, dann probiere ich erstmal das Ganze. Mische ich ja hier. Und dann kann ich ja mal probieren. Wer mag es mehr süß, kann ja mehr Honig benutzen. Ich mag es nicht so süß. Für mich ist das so perfekt. Gebe ich dazu noch ein bisschen Petersilie. Und jetzt warte ich ja ab, bis meine Spargel fertig ist. Die Tomaten, kann man die so benutzen? Ich werde die auch ein bisschen im Ofen stellen. So, und jetzt habe ich meinen Spargel und die Tomaten aus dem Ofen genommen. Habe ich die ein bisschen kühlen lassen. Und ich nehme die Spargel und ich schneide sie ein bisschen. Also mundgerecht. Und dann gebe ich meinen Salat dazu. Und jetzt gebe ich mein Dressing auch dazu. So, und das Ganze ist schon fertig. Jetzt zum Präsentieren den Salat, entweder stelle ich die so am Tisch und dann kann sich jeder servieren oder mache ich einen individuellen Teller hin, dass jeder seinen Teller hat. Wenn ich so servieren würde,
wollte ich einfach hier meine Tomate nehmen, hier in die Ecke stellen. Und dann habe ich ja noch hier meinen Fächer. Gebe ich hier dazu. Und schon ist fertig mein Salat. Die sieht super aus. Aromatisch. Kann nur lecker sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Kannst du durch? Ja, kannst du durch. Ich schmeiß das nachher raus.